So, hallo und herzlich willkommen zum weiteren Beginner Guide zu Escape from Tarkov. Heute in dem Video wird es um die Granaten gehen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Granaten dabei. Einmal die ganz normale RGD-5, die kennt mit Sicherheit jeder. Explosionsdistanz 3 bis 7 Meter, Explosionszeit 3,5 Sekunden, also bis es eben explodiert. 100 Fragments, Maximum Throw Damage 110. Zu den Schadensmodellen und alles andere gehen wir gleich. Jetzt möchte ich erstmal auf die verschiedenen Granaten eingehen. Das ist die US M67 und das ist die Splittergranate. Bei der F1 Handgranate, also die Splittergranate, steht glaube ich auch schon dabei. Man soll es nur werfen, wenn man hinter einem irgendwas in einer Mauer oder irgendeinen Schutz zwischen sich und der Explosion der Granate hat. Einfach wegen den umherfliegenden Fragmenten von der Granate. Und es ist generell natürlich immer Vorsicht zu genießen mit den Granaten, deswegen ist es immer gut, wenn ihr ein bisschen schon die Stärke gelevelt habt. Und dann werfen wir jetzt gerade mal welche. Die RGD auf der Taste Gustav G kann man einfach direkt aus der Weste oder aus dem Putsch werfen. Die explodiert jetzt. Je nachdem, wie viel Stärke man hat, also bei den Skills, ich habe jetzt noch nicht so viel Stärke, Level 6, kann man auch dann die Granaten weiter schmeißen. Ich glaube, das steht hier auch irgendwo. Throw Distance plus 6%. Bei den F1 Granaten ist es ziemlich sinnvoll, wegen den so besagten Splittern. Hier dürfte mir jetzt eigentlich nichts passieren, weil ich schon weit genug schmeißen kann. Genauso bei den US-Granaten. Generell ist immer Vorsicht zu genießen. Die fliegt sogar ein bisschen weiter, wahrscheinlich weil die noch rollt. Aber jetzt geht es um die Feinheiten. Wir können jetzt so eine Granate nehmen und können uns in die Quick-Leiste reinziehen. Auf den Platz 7. Ich glaube auch, dass das noch gar nicht so viele Leute wissen. Wir können zum Beispiel auf 7 die Handgranate in die Hand nehmen. Jetzt denkt sich jeder so, warum soll ich die denn erst in die Hand nehmen, wenn ich die mit G direkt werfen kann. Also es hat einen Grund, beziehungsweise es hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, ich kann jetzt mit der linken Maustaste den Splint schon ziehen und kann noch warten und rumlaufen, solange ich möchte. Also die fliegt mir jetzt nicht in 2 Sekunden um die Ohren, sondern ich kann damit jetzt rumrennen. Der Splint backt ein bisschen rum und kann jetzt so quasi hier ums Eck ist jetzt einer und ohne lang zu gucken, kann ich an die Deckung und kann instant werfen. Also sobald ich die Maustaste loslasse, wirft er die Granate. Das ist immerhin besser, als wie wenn man ums Eck muss und dann G drücken muss. Das kann ich mal kurz machen. Ich gehe jetzt um die Ecke, muss dann G drücken, dann brauche bedingt länger, als wenn ihr die dann quasi euch auf die 7 oder auf irgendeine Zahl setzt. Zieht die raus, zieht den Splint schon ab. Das hat auch in meinen Augen noch einen Vorteil. Meistens hören die Leute, wenn ihr den Splint zieht und gehen dann schon in Deckung. Das heißt, ihr könnt den jetzt weiter hinten ziehen. Wisst, okay, eure Mates sind vielleicht da, sagen, da hinten sind welche, die kriegen wir nicht raus. Und dann geht ihr so, zack, schmeißt und könnt direkt wieder weggehen. Und die Leute hören diesen Splintzug nicht. Des Weiteren gibt es eine Möglichkeit, wenn man die eben in der Hand hat. Ich tue jetzt nicht die linke Maustaste gedrückt halten, sondern halte die rechte Maustaste gedrückt. Und dann kullert der die nur so vorne weg. Das heißt, wenn es da vorne, ihr seht, diesen hinter der Treppe, die Stütze von dem Gebäude. Wenn da jetzt direkt einer dahinter ist, gehe ich jetzt hin und kullere die hier so hin. Und dann landet die direkt vor dem vor der Füße. Wenn ich nämlich jetzt die Granate normal nehmen würde. Ja, jetzt brauche ich es natürlich nicht in 7, aber ich kann sie so werfen. Mit G wirft er immer volle Kanne. Und dann landet die meistens weiter hinten. Und dann kann es sein, dass er nur nicht genug Damage davon trägt und überlebt. Und wenn man jetzt hier so schön rechtsklick hebt. Und dann kullert der die so dann nach vorne hin. Jetzt habe ich nicht ganz getroffen. Aber ihr wisst, um was es geht, auf was ich hinaus will. Kann so und so vorteilhaft sein. G ist halt schnell, dann muss man die Granate nicht rausholen. Geht in dem Sinne schneller, dass man die Waffe in der Hand hat. Aber wie gesagt,
wenn ihr den Splint früher ziehen könnt, wegen der Lautstärke oder wegen irgendwas, dann ist es immer vielleicht auch je nach Situation natürlich von Vorteil. So, jetzt haben wir mal die Steuerung und Handhabung der Granaten gemacht. Und jetzt gehen wir noch aufs Schadensmodell und auf die Ballistik. So, jetzt befinden wir uns auf tarkovballistics.blogspot.de. Eine sehr interessante Seite, sehr komplex, was auch die ganzen Munition und alles anbelangt. Jetzt bewegen wir uns gerade bei den Handgranaten. Und zwar ist es hier eigentlich relativ gut aufgeschlüsselt. Es gibt ja die drei verschiedenen, die M67 ist die US, die F1 Splittergranate und die RGD5. Hier sind jeweils die Preise, 3300 Rubel pro Stück, wenn man die kaufen kann beim Trader, und 6050 Rubel für die F1 Granate. Gibt es, glaube ich, beim Prepper ab Level 3 die RGD5 und ab 4 wahrscheinlich die F1 zu kaufen. Ansonsten kann man sie gegen Energiesparlampen eintauschen. Und beim Peacekeeper gibt es die M67 Granate für $46, relativ früh schon. Und jetzt machen die jeweils Damage per Fragment, also 43, 37 und 38. Die F1 hat halt wesentlich mehr Splitter. Explosionsdistanz ist 3 bis 6 Meter jeweils angegeben. Die F1 3 bis 8, da fliegen die Splitter wohl weiter, weil sie wahrscheinlich kleiner sind. Und dann geht's weiter. Chance to hit, also die Chance auf einen Treffer. Beziehungsweise, ja, ein Treffer sind 100% bei 1 Meter bei allen drei. Bis 5 Meter sind sie 49% bei der RGD, 57% bei der M67, also sie hat ein bisschen größeren Explosionsradius. Und 100% immer noch bei der F1 und 15% bei der RGD5 bei 7 Meter, 30 bei der US und 31 bei der F1. Also die Reichweite generell ist höher bei der F1 angegeben. Was jetzt allerdings ein bisschen dagegen spricht, außer jetzt bei der F1, sage ich mal, ist die Instant Kill. 1 Meter sind alle drei tödlich und ab 5 Meter oder bei 5 Metern ist keine mehr tödlich. Ich vermute, dass die US noch mehr Damage machen wird und die F1 noch viel mehr Damage machen wird, aber hier geht es, wie gesagt, um den Kill. Wobei ich da, hätte ich auch nicht gedacht, dass man 5 Meter neben der Granate steht und nicht stirbt. Da habe ich auch was anderes gelernt, aber hier steht auch nochmal, alle Granaten are almost guaranteed kill within a meter of the target. Wie auch immer, 5 Meter haben wir nicht einen einzigen Kill mit je 20 Granatenwürfen pro Granatentyp geschafft. Also es ist echt krass, sie sind selber überrascht wohl durch den Test und ich bin auch ein bisschen überrascht. Also ich meinte, ich bin schon mal bei einer Granate getötet, die bestimmt schon weiter weg als 5 Meter war. Ob das jetzt ein Bug war oder nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es relativ interessant, die ganzen Statistiken mal zu sehen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Wenn es euch geholfen hat und ihr das interessant fandet, gebt gerne einen Daumen hoch. Würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wie gesagt, jetzt kommen immer mehr Beginner Guides zur Open Beta, wenn dann das anfängt, werde ich auf jeden Fall noch einige Videos raushauen, auch zu den anderen Munitionsarten bei der AK, Pistole, M4 und was weiß ich, was noch alles gibt. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!